angucken meine Freunde. Ist das gute ist die gute alte Meinungsblogger Review von Baku, das ist ja der neue Meinungsblogger. Ich finde den sogar ganz nice. Also hat seine Momente auf jeden Fall. Kann man ein Abo da lassen, macht die 200 voll. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach direkt an. So, ich mach mal das hier lauter. Jo Leute, Max am Start, Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. In diesem Video werde ich euch ein neues Format präsentieren und zwar geht es in diesem Format darum, dass ich die Meinungsblogger Szene Ja, wie, wie hat er das denn gemacht? Guck mal, das verschwindet hier hinten. Junge, 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 der krasse Dude, ey. Hier. Ich werde mir die letzten Monate anschauen, werde gucken, was hat sich so auf den Kanälen getan, werde die prägnantesten Erlebnisse dort einmal thematisieren, werde ein Fazit abgeben, einen Kommentar und eine Prognose zu den nächsten Monaten. Gerne kann ich dieses Format wiederholen, natürlich in größeren zeitlichen Abständen, damit ja, wir auch ein bisschen aussagekräftiger sind, wenn man eine größere Zeitspanne betrachtet. Also bleibt dran. Ich finde. Die Idee tatsächlich auch schon mega cool, dass er jetzt einfach so alle paar Monate so ein Video macht, wieso die Meinungsblogger gerade abgehen oder halt auch nicht und dann so eine, äh, so ein, so ein, so eine Zukunftspräsentation abgibt, wie das wohl in, äh, halt in der fortführenden Zeit so laufen wird. Das Wichtigste ist nicht wiederholen bei Wörtern. Und äh, finde ich sogar ziemlich nice, muss ich sagen. Also gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Ja. Hört sich an, als ob der Mikro unter Wasser ist. Der Mikro Warte. unter Wasser ist? Hä hey, nein, bist du doof, das wird einfach ganz Warte, normal. Hä hey, nein, bist du doof, das wird einfach ganz Warte, normal. Und ganz wichtig, ich werde meinen unqualifizierten Selbst dazu abgeben. Also, ob ihr wollt oder nicht. Äh, was hat es mit der Landgericht Rostock-Sache auf sich? Ja, ich wurde ja vor drei Jahren angezeigt wegen Volksverhetzung und der deutsche Staat ist halt nicht der schnellste. Wir sind ja in Berufung gegangen, weil wir das erste Ding verloren haben. Und äh, genau, der Gerichtstermin ist am 5. März. Um 11 Uhr im Landgericht Rostock, Raum äh, 1.039. Wenn ihr Zeit habt, ihr kommt da aus der Nähe, geht dahin. Ich nehme mal an, dass es ein öffentliches Ding ist. Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Wir werden, da werden wahrscheinlich Videos von mir laufen und so, wird vielleicht ein längerer Prozess, mal gucken. Ähm, ja, genau. Versucht eure Lehrer zu überreden. Das ist ja immerhin ist ja auch Zeitgeschichte, einfach so ein YouTuber, der wegen Volksverletzung angezeigt ist, der der keine Volksverletzung begangen hat, ist schon heftig. Ähm, genau, wenn ihr Bock habt, kommt dahin. Danach können wir gerne Fotos und so machen. Ähm, ich kann euch nicht versichern, dass es öffentlich ist, aber ich gehe mal davon aus. Also es würde mich wundern, wenn nicht, weil also ich bin ja weder ein Kind noch sonst irgendwas, was mir schützen müsste, deswegen kommt da auf jeden Fall hin, wenn ihr Bock habt. Pech gehabt. Der erste Meinungsführer, den ich in diesem Format thematisieren werde, ist der liebe Mighty. Mighty Moidi. war immer ein ruhiger Zeitgenosse, seine Videos waren relativ schlicht und simpel aufgebaut, aber... Seine Meinungsblogs waren dennoch sehr, sehr gut. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen und sehr, sehr gut gefallen haben mir übrigens seine Meinungsblogs. Der liebe Mighty hat vor ungefähr drei Wochen angekündigt, dass auf seinem Kanal Veränderungen stattfinden werden. Er möchte lieber Werbung analysieren, mehr YouTube-News rausbringen und weniger Meinungsblogs. Das finde ich überaus schade. Allerdings muss man natürlich auch hier an der Stelle sehen, dass sein Kanal gerade gar nicht so gut läuft. Die Klicks sind rückläufig, die Subscriberzahlen gehen auch langsam zurück. Geil, ist auch gut gemacht. Das, das Bild hier bewegt sich weiter runter und hoch, die Kreise bleiben aber gleich. Ja, moin. Es ist die Frage, ob er die Kurve noch kriegt, denn ein Großteil seiner Zuschauer scheint ihn wegen den Meinungsblogs abonniert zu haben und nicht wegen YouTube-News. Kann man dir während der Verhandlung donaten und dir Geld in die Hand drücken? Gerne, Bruder. Das kann natürlich jetzt jeder sehen, wie er will. Ich finde es überaus schade. Es geht wieder ein Meinungsblogger verloren. Meine Prognose für Mikey. Ja gut bevor wir, das obwohl, Kanal warte, wir ist gucken jetzt nächsten eher durchwachsen. Ich gehe stark davon aus, dass er sein Abozahlen eher halten wird, aber die Tendenz ist doch schon sinkend. Wenn ja also ich muss dazu halt auch sagen, ich denke auch, dass ähm, Mighty so sein Pulver einfach verschossen hat, wenn man das so sagen kann. Ich habe den ja eine Zeit lang wirklich gefeiert, also auch seine Minus-Blogs finde ich auch generell immer noch gut. Also ich habe ja auch auf jedes seiner Videos reagiert, ähm, weil ich zum Beispiel auch das mit dem Rate Placement zum Beispiel fand ich halt richtig gut. Ähm, Moin das mit Ray Placement zum Beispiel fand ich richtig gut. Auch ähm, was fand ich denn noch richtig gut? Ich muss mal gucken hier. Ähm, das ist schon länger her, ne? Also die Videos. Hier, das mit Alterbeule fand ich eigentlich ganz gut, außer dass er das Video da nicht hatte. Ähm mal diesen Montag auch immer ein relativ gutes Format, wobei das ist natürlich, das gibt's halt noch. Ich muss aber tatsächlich zugeben, dass ich ihn halt jetzt auch deabonniert habe, weil, ja, er hat ja aufgehört, diese Minus-Blogs zu machen und hat sich ja jetzt leider dafür entschieden, ähm, ja, so Reddit-Videos ja, zu machen. Also, keine Ahnung, das ist halt, ist er geht da halt in Sub, Sub Reddits oder so heißt das, ne, ich bin nicht auf der Seite, geht da rein und liest dann da halt die Sachen vor oder zeigt halt, ja, wie gut ist das, Papa, platte Subreddit zum Beispiel und ich weiß nicht, das juckt mich halt so überhaupt nicht, so auch dieses ganze Summi-mäßige so und so. Ich weiß nicht, also ich finde seine Stärke lag sowieso nie so wirklich in der Unterhaltung, jetzt im Sinne von lustig zu sein, sondern eigentlich eher so in diesem informativen Bereich. so, ne? Wie gesagt, diese ganzen Minusblogs fand ich richtig gut. Auch die Videos, die er über die minus gemacht hat. Und ich finde das halt wirklich sehr, sehr schade. Und ähm, ich glaube, sein Kanal ist, ähm, ich glaube, sein Kanal wird eher nicht laufen. So, ich denke, er wird auch bald unter 20.000 Abos kommen. Aber ja, was ich schade finde, aber kann man halt nichts machen. Ne? Ich denke nicht, dass der weiter nach oben geht, so. Ähm, ja, ich fühle auf jeden Fall die Videos nicht mehr, deswegen habe ich ihn auch deabonniert. Es tut mir leid, aber es, es, es juckt mich nicht mehr, diese Videos, muss ich ganz ehrlich sagen. Die äh, Dings, die äh, minus Blogs waren deutlich besser. nächst auf meiner Liste ist Alpha Kevin. Alpha Kevin hat ja in letzter Zeit eher mit Inaktivität oh, geglänzt. Fuck. Allerdings scheint er wieder den Weg zurück zu YouTube gefunden zu haben. Er lädt wieder aktiv Videos hoch. Die Frage ist nur, wie lange. Wenn wir uns seine Zahlen angucken. Sehen wir allerdings, dass seine Abo-Zahlen rückläufig sind. Uh. Ich gehe eher davon aus, dass es tatsächlich eine Algorithmusfrage ist. Denn er hat vor einigen Monaten wirklich massivs Videos gelöscht. Fast sein halber Kanal ist verschwunden. Das wird den Algorithmus natürlich nicht positiv beeinflussen. eher im Gegenteil. Ja, das ist aber auch Bullshit. Also bei ihm war es ja so, der hat ja auch irgendwie zwei Strikes bekommen und konnte deswegen nicht so hochladen. Und dann hat er halt die Videos gelöscht. Aber du kannst halt Videos löschen, ohne dass der Algorithmus da irgendwie drauf geht. Das Ding ist, er hat einfach voll lange keine Videos hochgeladen. Aber der Kanal Alpha Kevin, der lief ja auch schon bevor er die Videos gelöscht hat, nicht mehr. Ähm, so, von daher macht diese Aussage nicht wirklich viel Unterschied, muss man sagen. Äh, nicht wirklich viel Sinn. So. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass wenn der Witz wieder regelmäßig Content rausbringt, dass seine Videos wieder stärker frequentiert werden. Meine Prognose an der Stelle ist, dass wenn Alpha Kevin aktiv durchziehen sollte, er wieder positive Zahlen schreiben kann. Und bitte, bitte, zieh durch. Ja, bei Alpha Kevin muss ich auch sagen, also ich fand es sehr schade, dass er aufgehört hat, Videos zu machen. Muss ich einfach mal zugeben. Also ich hätte mir gewünscht, dass der auf jeden Fall weitermacht. Äh, finde ich ein bisschen doof. So, ne, weil, ähm, wie gesagt, das, das Problem ist ja eigentlich, finde ich, so in dieser ganzen Meinungsblogger-Szene, also in den Leuten, die sich halt so nennen, es gibt einfach mega wenige so. Also nennt mir mal zehn Stück. So, die fallen euch nicht ein, weil es gibt nur fünf oder so. Und ich finde es sehr schade, dass Alpha dann aufgehört hat, die Videos zu machen. Auch die haben mir eine Zeit lang mega gefallen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich die Videos, die er jetzt macht, also so dieses Newsmäßige. Ich weiß nicht, man. Das wirkt so ein bisschen so wie, ja, so alles, was irgendwie so aktuell ist, wird einfach schnell, schnell aufgefasst, um schnell ein Video rauszuhauen, um dann irgendwie Hype mitzunehmen. Und mir geht so ein bisschen so dieses Gesicht von Alpha Kevin verloren, weil die Videos, die er hier vor einer Zeit gemacht hat, ich sage jetzt einfach mal, den Zeitraum hier wird das gewesen sein, ähm, wo er auch so ein bisschen so in dieses Lustige reingegangen ist, fand ich halt deutlich besser als das, muss ich halt tatsächlich zugeben. Wobei ich mir jetzt auch dieses ABK-Video fand, ich war auf jeden Fall wieder erfrischend. Also er geht zumindest in die richtige Richtung. Ob der Kanal halt wieder läuft. Boah, ich finde das ist schwierig. Ich glaube, wenn er durchzieht, also wenn er das so weitermacht vom Content her, dann kann ich mir vorstellen, dass er, wenigstens, also dass er sich auf jeden Fall wieder festigt. Ne? Wenn man mal hier so guckt, bei Alpha Kevin zum Beispiel, also die Abos, klar, ne? die sinken halt gerade noch. Wenn er weitermacht und immer auf aktuelle Themen geht, ne? wer weiß, also da kann ein Video kann schon mal äh, dafür sorgen, dass äh, das ordentlich nach oben geht. Ne? Was ist denn los mit dir heute? Wieso was ist los, Alter? Hm? Äh, hattest du nicht mal Stress mit Feiergoden? Ja, und? Hä? Das hat jetzt einfach gar nicht reingepasst so. Der nächste YouTuber auf der Liste ist der netteste Meinungsblogger der Welt. Es geht um Da Vinci und Da Oh Junge, bei ihm ist aber auch... Bei ihm ist krass, finde ich, von den Klicks, was für ein Auf und Ab das ist. Junge, hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ey, den Einwohner denkst du so, ja Mann, jetzt habe ich es und dann hast du es doch wieder. Da Vincis Kanal ist aktuell am Stand Ey, Ich habe den Stream von gestern gelöscht, weil ich auf das Video reagiert habe von äh, Königstein, wo die da mit Adlerson und Feiergoden waren. Und äh, ja, die haben also auch er hat mir gesagt, dass er dafür gesperrt worden ist, und deswegen habe ich ja gesagt, ich lösche das mal lieber bevor ich dafür noch ein drauf kriege. Ja, deswegen machen wir das, ne? Und woran das liegt, das weiß keiner. Auf seinem Niemand. Kanal findet ihr alle möglichen Themen, von Trash-Videos zu YouTube-Themen. Das einzige, was ihr dort aktuell nicht findet, ist Wachstum. Sein Kanal stagniert vor sich hin, Ey. er hat teilweise Schwankungen in den Abozahlen, was. Er darauf hindeutet, dass sein Kanal relativ stabil bleibt. Wenn wir uns das A-Prime-Video ansehen, sehen wir, dass das Video sehr, sehr viele Klicks und auch Abonnenten gebracht hat, aber diese Zahlen auch wieder rückläufig sind. Also schafft er es aktuell nicht, seine Zuschauer langfristig zu binden. Naja, aber auch das ist halt wieder, das ist aber auch wieder Bullshit, was er da sagt, weil wenn man sich die Kurve so anguckt. Wenn sich die Kurve so anguckt. Ähm, es ist klar, dass jetzt, wenn so ein Video abgeht oder so, die 700.000 Aufrufe, die kriegt er mit anderen Videos natürlich nicht rein. Ich merke, mein, guck mal, wie viele Abos hat er gemacht? Ich meine, diese Kurve hier, die ist nicht mal, die ist vielleicht bei 500 oder so. Also er hat 500 Abonnenten gekriegt. Natürlich kann er 700.000 Aufrufe von einem Video nicht kompensieren. Also, so, selbst wenn wahrscheinlich alle Abonnenten dann geblieben dann wären, dann äh, hätte dann das dann halt dann nichts dann gebracht. Blieben. So, also hätte das nicht gereicht. Also das auch wieder. Auf jeden Fall eine falsche Aussage. Das weil halt ein Video, was abgegangen ist. Das hat ja jeder mal, dass so die Kurve geht einmal so nach oben, weil viele Leute darauf aufmerksam geworden sind. Und dann hast du halt nicht so ein Video, was das wieder ausgleicht, dann geht es halt wieder runter. So schafft er es aktuell nicht, seine Zuschauer langfristig zu binden. Meine Prognose für Da Vinci's Kanal sieht daher dann so aus, dass er sich ungefähr so bei 50.500 Abonnenten einpendeln wird, da auf seinem Kanal auch nicht große Veränderungen zu erwarten sind. Jo, Leute! Ja, gut, dann äh, gucken wir uns mal den Kanal von Da Vinci an, da machen wir das doch einfach mal. Ähm, also ich muss sagen, auch Da Vinci habe ich ja schon irgendwann mal gesagt. Also ich habe ihn auch gar nicht mehr abonniert, so weil, weiß ich nicht, ist es ist irgendwie. Er, er sagt selber, dass er der Netteste ist. Ich meine, No Front, aber er ist eher der Langweiligste so. Also jetzt nichts gegen ihn, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach lame, so. ne? Ähm, ich weiß nicht, ich kann mir das, äh, kann mir das persönlich halt einfach nicht mehr geben. Ähm, und er macht ja auch relativ viel Hä? Nein, ich streame. Ach so. Gut. Dann bin ich wieder da. Gut. Ähm, genau, er macht halt auch viel so über DSDS und sowas oder hat er zumindest gemacht. Jetzt gerade geht auch er wieder Richtung YouTuber. Ah ne, da ist DSDS zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich finde die Videos halt eher langweilig. So, ne? das weiß ich nicht. Das hat für mich so keinen Wiedererkennungswert. Ähm, und wie halt Baku auch sagt, also ich glaube auch nicht, dass er da großartig was am Content ändern wird. Der hat ja auch irgendwie vor einem halben Jahr gesagt, er will der neue Simplicissimus werden vom Schnitt her. Schwierig, hat sich nicht viel getan. Ne? Wir gucken jetzt auch nochmal hier bei Social Blade. Also die Abonnenten gehen auf jeden Fall zurück. Ja, ich schätze auch, dass er sich einfach so halten wird. Ne? Also mit den Klicks muss man natürlich gucken. Die gehen auf jeden Fall, sind auf jeden Fall wieder sehr rückläufig. Ich schätze mal, dass sie sich so bei ja, so 200.000 bis 300.000 im Durchschnitt werden, die sich wahrscheinlich halten und die Abos. Da kommt es halt drauf an, ob er mal ein krasses Video bringen kann oder halt nicht. Ne? Also bei ihm ist ja auch. Er hat immer mal so ein, zwei Videos, die abgehen und ihm ein paar Abos bringen, aber sonst verliert er eigentlich immer voll viele so. Ja, deswegen schwierig. Aber ich denke, ich denke Da Vinci ist auch keiner, der äh, mit dem Content, den er macht, irgendwie die äh, 100.000 Abonnenten oder mehr knackt. Max am Start. Firegone hat ja bekannterweise vor einiger Zeit sein Ich Gebe auf-Video präsentiert, in dem er große Veränderungen angekündigt hat für seinen Kanal und sehr, sehr viele Fehler eingesehen hat. Nach diesem Statement hat er regelmäßig Videos rausgebracht und die kamen auch eigentlich sehr, sehr gut an. Er hat seine Thumbnails angepasst, er hat seine Videostrukturen angepasst, er saß vor der Kamera, hat eigentlich große Veränderungen rübergebracht, die er allerdings nicht mehr halten konnte. Man hatte fast das Gefühl, dass sein Kanal wieder positive Zahlen verzeichnen kann. Allerdings sieht man in den Statistiken, dass seine Zahlen doch stark rückläufig sind. Er macht nur noch ja, d abos gut, aber Die Videos, die er uploadet, sind sehr uneinheitlich. Zum einen bringt er Meinungsblogs, zum anderen bringt er Interviews mit irgendwelchen anderen YouTubern und zum Schluss ein. Gut, aber das mit den Abos ist halt auch klar. Ne, also ja, der bringt jetzt neuen Content, der ist ja generell nicht der beliebteste. ...Blog. Danach dachte er sich, Inaktivität ist wohl das Beste für meinen Kanal. Daher meine Prognose, dass der rasante Abstieg von seinem Kanal noch weiter fortgeführt wird und er noch in den nächsten zwei drei Monaten noch unter die 200.000 Abonnenten fallen wird. Autsch. Ja, also dazu muss man auch sagen, also ich bringe sogar tatsächlich wahrscheinlich nächste Woche ein Video raus, weil heute ist ja schon Mittwoch, äh, über Feiergoten, wie ich so seine Entwicklung finde. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde zumindest vom, also nur vom Content her gesehen, was er hochlädt, nicht vom Inhalt her, finde ich das sogar gar nicht mal so schlecht, weil das sind ja die Videos, die er seitdem hochgeladen hat und bis auf, dass diese Interviews irgendwie in sechs Parts irgendwie immer aufgeschnitten sind oder drei, ähm, macht er halt jetzt oder hat er halt mehr... Äh, mehr, äh, mehr Content einfach auf seinen Kanal, weil vorher waren das ja nur Meinungsblogs so nur Meinungsblogs über andere YouTuber und jetzt sind es halt noch Interviews, Vlogs, ja, die drei Sachen halt. Und das finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem, was ich persönlich bei Firegurden sehe, ist einfach die Tatsache, er ist ultra langweilig. Also es ist halt genau das gleiche wie Da Vinci im Endeffekt, nur ein bisschen spannender. Aber wenn du dir so ein Video von firegoden anguckst, dann hast du nicht das Gefühl, okay, ich gucke mich hier gerade ein geiles Video an, sondern das klingt so wie eine PowerPoint-Präsentation von einem aus der Schule in der sechsten Klasse. Und dann meldest du dich am Anfang, also ich fand, dass er gut frei gesprochen hat und er konnte auch alle Fragen beantworten. So, und das ist halt. Ähm, und das ist halt das, das Problem, finde ich, bei ihm, warum der Kanal zum Beispiel halt auch nicht mehr läuft. Ich muss sagen, die, die Interviews mit CEO fand ich gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Also das eine, hat er nicht zwei gemacht? So, das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ich fand die mit abgefand ich, ich weiß nicht, also ich finde Upgegrieft an sich einfach mega unsympathisch, weil er kommt immer so, ja, mir ist alles scheißegal, ich bin äh, hier mega arrogant und so. Also so kommt er immer rüber deswegen konnte ich mir das nicht wirklich geben. Bei dem Vlog zum Beispiel ist halt genau das der Fall gewesen. Also ich weiß nicht, es ist so. Es ist so ultra langweilig gewesen, ey. Warum soll ich mir das angucken? Ob er jetzt auch weiter Videos macht oder nicht, bin ich auf jeden Fall gespannt. Er rutscht wahrscheinlich tatsächlich runter. Er hat aber mehr Abonnenten verloren, als er noch Aktiv-Videos gemacht hat. Also so langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Ja, gut, er hat 14 Tage gebraucht, um 1000 zu verlieren. Es ne? wird also langsamer. Ich bin gespannt, ob er echt unter die 200k ähm, noch kommt. Ja, aber wenn man hier so guckt, ne? also sein Kanal läuft auf jeden Fall auch schon seit, ähm, seit über einem Jahr nicht mehr gut, muss man sagen. Also, das ist halt äh, sehr bitter auf jeden Fall. Ja, und hier die Abonne ist auch geil. Ne? So nach oben und dann zack, wieder runter. Hier ging es dann ganz schnell. Ich glaube, da kam dieses Entschuldigungsvideo und dann down. Genau, und ja, ein paar Videos hat er auch gelöscht. Ja, also bei ihm denke ich auch nicht, dass er nochmal hochkommt. So, ich glaube, ihm fehlt einfach dieser Entertainment-Faktor. Wobei das ja bei den ähm, Minusblogs ist es sowieso immer schwer zu sagen, ähm, wer jetzt hochkommt und wer nicht, weil so ein Video kann ich einfach komplett pushen. Wenn du jetzt ein richtig geiles Video machst, wie ich zum Beispiel auch über Katja oder über Miguel Pablo, so dann kannst du halt sofort wieder hypen. Ne? Aber ich sag mal jetzt, wenn nicht gerade sowas passiert, glaube ich nicht, dass Feuergoten wieder hochkommt. Der nächste auf der Liste hey, ist geil. The One and Only Just Nero. Sein Hype aus dem letzten Jahr ist nun einige Monate her. Während fast die gesamte ja Meinungsbauer-Szene schwächelt, kann Nero immer noch positive Zahlen vorweisen. Noch im Moment der Erstellung dieses Skripts hatte ein Video über Blizzard hochgeladen und viele Änderungen mit in seinem Stil eingebaut. Ich muss sagen, dass mir dieser neue Stil besonders gut gefällt. Sein Intro war zwar phasenweise etwas schrill, aber noch vollkommen im Rahmen des Verkraftbaren. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle sein Video über Dagibir vorheben. Die Art und Weise, wie er in diesem Video seine Stimme und die Rhetorik eingesetzt hat, sucht in der gesamten Meinungsbürger-Szene seinesgleichen. Meine Prognose für die nächsten Monate sieht dementsprechend so aus, dass Nero Feiergoden überholen wird und offiziell der zweitgrößte Meinungsbürger sein wird. Hinter vorgehaltener Hand ist er das zwar schon, aber wenn es die Zahlen belegen, umso schöner. Okay. Last but not least. Ja, gut, also da muss ich auf jeden Fall sagen, also bei, äh, ich sehe das auf jeden Fall genauso wie er, ne? Just Nero ist einer der, ja, also ich sag mal ganz ehrlich, mit mir der einzige Meinungsblogger, also aus unserer Bubble, ne? Weil theoretisch kann man ja auch wahrscheinlich zehn andere Leute nehmen, ähm, dessen Kanal halt noch läuft dass äh, zum Beispiel wenn man jetzt sich einfach mal so die Klicks hier anguckt, ne, so fast jedes Video hat über 100.000 Aufrufe, also das ist gar nicht mal so schlecht. Der war sogar eine Zeit lang, hat er bessere geklickte Videos gehabt als ich, das ist, äh, ne, also das ist krass. Äh, vor allem mit seiner Abonnentenzahl muss man echt mal überlegen. Also der macht halt mehr als die Hälfte seiner Abonnenten an aufrufe, teilweise, ja gut, also Gut, die kriegt er jetzt eigentlich nie, ne, aber er hat trotzdem auch mal Videos, die äh, so drei Viertel seiner Abonnenten besprechen. Und das ist tatsächlich ein mega guter Wert. Ne? Also natürlich ist es klar, je größer du wärst und je länger du YouTube machst und so, desto mehr tote Abonnenten hast du natürlich auch mit der Zeit. So, aber er macht ja, ja gut, jetzt noch nicht so lange Videos, aber bei ihm sieht man, die Abonnenten, die er hat, sind auf jeden Fall mega aktiv. So, ich muss sagen, ähm. Und zum Beispiel auch dieses Blizzard-Video. Ich habe das erst heute gesehen, weil ich will auch noch ein Video über die machen. Und äh, ich hab's mir, ich hab's mir, ich ihr werdet mir nicht glauben, ne? Aber hier stehen so meine äh, meine Themen drauf, die ich noch nehme. Und da steht Blizzard drauf. Und da steht sogar hier in der Mitte, da steht noch vor FIFA Gaming. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das Skript zu schreiben. Dann hat er es einfach rausgehauen aus dem Nichts. Feier ich aber, weil ich halt mega oft irgendwie die gleichen Videoideen wie er habe. Ich sollte ihn auf jeden Fall aus dem Weg schaffen. Und ähm, genau, bei ihm finde ich die Videos auch relativ langweilig, muss ich sagen, aber so vom Inhalt her halt ziemlich stark. Also ich gucke mir die Videos halt gerne an, gerade so die Themen, die er anspricht und so weiter, finde ich äh, immer oder meistens sehr interessant. Jetzt zum Beispiel Denise Miski kenne ich nicht, keine Ahnung. ist, glaube ich, die Ex von irgendeinem YouTuber, juckt mich nicht. Ähm, aber zum Beispiel das Blizzard-Video fand ich sehr erfrischend. Ähm, das fand ich auch inhaltlich mega gut gemacht. So, und das war halt einfach mal was Neues, so, weißt du, vorher hat man so diese Art nicht gesehen, weil sonst ist er ja auch nur auf YouTuber gegangen. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr nice. Wenn man Just Nero mal so auch mal auch mal so anguckt, also ich kann mir auch vorstellen, dass so bis ja, ich denke mal so bis bis Mitte des Jahres, so bis zur Gamescom auf jeden Fall, denke ich mal, dass Just Nero i Firegoden auf jeden Fall überholen kann, weil eigentlich läuft sein Kanal auch gar nicht so schlecht. der macht auch seine 1,4 Millionen Klicks im Monat. das geht ja auch voll fit. Ja, die Subs gehen halt nicht mehr so krass nach oben, wenn man mal so überlegt. Also im Juli, also jetzt in einem halben Jahr hat der wie der jetzt hat er 30.000 Abos gemacht. Naja, geht auf jeden Fall mehr, ne? Aber ansonsten, ja, so standardmäßiger Meinungsblock, ne? Immerhin geht er noch nach oben. Und ich muss auch sagen, dieser Schnitt bei diesem Blizzard-Video hat mir auch deutlich besser gefallen. Also bei ihm denke ich auch. Ich denke nicht, dass er jetzt den krassen Abo-Zuwachs kriegen wird, dass er jetzt so bam nach oben geht. Aber ich denke, bei ihm ist es so. So langsam, aber stetig. Weißt du, so 4.000, 5.000 im Monat, das ist in Ordnung. Und äh, die Klicks sind ja auch in Ordnung bei seinen Videos. Bin auf jeden Fall gespannt, wo er so hingeht. Aber ich denke, Just Nero hat auf jeden Fall von den Meinungsbloggern, jetzt außer mir natürlich, mich nehme ich da raus, ähm, das meiste Potenzial, würde ich sagen. Kuchen TV. Und Kuchen TV ist in meinen Augen Ey, auch der Minusblogger, der in diesem Jahr am meisten erreicht hat. Er hat zum einen Miguel Pablo X Post in seinen Cake News und hat damit den Stein ins Rollen gebracht, damit die größte Lüge des Jahres aufgedeckt wird hat danach die Pyroszene in Grund und Boden argumentiert. Jetzt nicht geliked. Und Aktuell frisst er gerade FIFA Gaming auf. Wenn man nicht sich wirklich vorstellt, ist es so, als würde eine Fliege auf der Windschutzscheibe eines Ferraris aufklatschen. Digga, ja, Genau so. Mach einfach keine Antwortvideos mehr zu Kuchen TV. Du widersprichst dich nur selber und du sorgst dafür, dass dein Kanal noch schneller zerstört wird, als du es ohnehin schon tust. Wenn man sich die letzten Videos von Kuchen TV anschaut, sieht man, dass sein Kanal wieder sehr gutes Wachstum vorweisen kann. Trotz der Tatsache, dass er seine Partnerschaft verloren hat und dass er nur 2 Cent pro Monat aus diesem Kanal rausschöpfen kann, gibt er wirklich Vollgas und zieht trotzdem durch. Das sollte ein positives Beispiel sein für alle anderen auf dieser Plattform, einfach durchzuziehen und ich hoffe für ihn wirklich inständig, dass er seine Partnerschaft wieder bekommt, damit sich die Mühe, die er auch da in diesen Kanal reinsteckt, lohnt. Meine Prognose an der Stelle ist, dass Kuchen TV in den nächsten Monaten die 870.000er Marke knacken wird. Zusammen was, für eine, was für eine random Zahl, oder? Nicht so 850 oder 900.000, nein, nein, die 870.000er Marke. Ja gut, was soll ich zu mir selber sagen? Also ich selber bin momentan halt auch sehr zufrieden mit meinem Content, auch generell, wie mein Kanal läuft. Also das ist... Äh, ja, so der, der neue Hype ich kommt hier so zurück, mal. ne? wenn man ich hier mal so der der guckt, der Dankeschön. Ähm, hier war noch, bevor ich meine Partnerschaft verloren habe, so dann habe ich hier meine Partnerschaft verloren, da ging mein Kanal halt richtig down. So, ne, da lief halt gar nichts mehr. Okay, ich habe auch immer mal wieder Videos hier gelöscht, ne, aber lief halt nicht. Und jetzt, das ist so ungefähr seit, na, wohl hier jetzt schon angefangen, wo es wieder nach oben geht, wo ich vor der Kamera stehe und jetzt habe ich hier sogar teilweise monatlich, äh, ne, wöchentlich wieder die Million Klicks, ne, das ist halt ein Wert, den ich hier auch oftmals gehabt habe. Also das... Ähm, Läuft momentan tatsächlich wirklich äh, mega gut. Ich kann mich halt da, nicht beschweren. Da. Das war das Intro. Ähm, auch Abo-technisch, also Digga, das ist halt für mich einfach so mega krass, muss ich halt zugeben, ne, weil wenn man sich das Ganze mal so hier anguckt, ne, die monatlichen Subscriber, die ich bekommen habe, also. Ich habe auch schon, bevor mein Kanal hier nicht mehr lief, die Monate, habe ich ja auch nicht so viele Subs gemacht eigentlich. Hier mal so 2000, den einen Monat dann 8000, so. Also immer so 300 am Tag ungefähr. Und jetzt habe ich halt schon über mehrere Monate hinweg fast immer 10.000 mindestens. So, und auch jetzt in den letzten 30 Tagen einfach 21.000 so. Das ist halt heftig. Also wenn man das jetzt von hier mal rechnet, gut, das sind die ersten zwei Monate nur, ähm, ne, aber. Hier gab es halt drei, vier Monate, wo ich halt die ganze Zeit nur Abonnenten verloren habe, ne, so jeden Tag und ich dachte schon so, uh, naja, muss man mal gucken. Und dann habe ich es doch noch irgendwie geschafft, die Kurve zu kriegen und äh, bin halt wieder jetzt nach oben gegangen. Und äh, das ist für mich natürlich auch einfach geil, ne? dass der Kanal halt wieder deutlich besser läuft. Auch die Klicks, ne, fast sechs Millionen im Monat, das hatte ich auch zuletzt, ähm, ja hier so vor einem Jahr ungefähr, ne, bin ich wieder auf dem Stand, circa so, ne? Da ging es langsam äh, dann bergab und der, dann habe ich irgendwie meine Partnerschaft verloren. Das doof ist halt an dieser Linie hier und hier, also ich habe. Nee, ich habe sogar in drei Monaten mal Videos gelöscht und das zieht das dann runter, weil das immer nur von den öffentlichen Aufrufen ausgeht. Das ist ein bisschen nervig, ne? weil hier habe ich natürlich trotzdem ein paar Millionen Klicks gemacht. So ist es nicht. Das sieht ein bisschen doof aus. Ne? Genauso wie hier, habe ich auch voll viele Videos gelöscht. Ähm, es ist sehr schade. Ne? Wie gesagt, der Kanal läuft auf jeden Fall schon äh, ja, sehr, sehr nice, auch wenn du mal so generell guckst. Ne? Also hier die, ähm, die Aufrufe, die ich halt habe, ne, sind halt also für mich auch mega krass. Ne? Also teilweise auch so, über 200.000 haben halt viele Videos und selbst schlecht geklickte, äh, schlecht geklickte Videos, außer jetzt Kaffee und Kuchen, haben halt trotzdem so 140.000 Aufrufe, ne? also... Äh, ja, geht voll fit, ne? Das ist halt echt mega nice. KuchenTV Musik 1.3. Es ja, ist mein Outro. Ich habe ja gesagt, dass ich meine Videos claimen möchte mit meiner Musik quasi, aber das erkennt YouTube irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Auf jedem anderen Kanal erkennt er das, aber auf KuchenTV nicht. Jetzt habe ich halt mit anderen geredet und äh, einer hat sogar Kontakt zu YouTube, aber der fragt direkt nach, ob ich meine Partnerschaft nicht wiederbekomme. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ehre geht auf jeden Fall raus. Na, aber wenn man hier mal so guckt, also mein Kanal läuft wirklich gerade echt extrem gut. Ich bin noch mega motiviert. Es fuckt natürlich sehr ab, gerade wenn der Kanal läuft, dass du damit kein Geld machst, weil sag mal zum Beispiel dieses seasham video oder auch das über FIFA Gaming, äh, das sind locker pro Video 1000, 2000 Euro, die mir da durch die Lappen gegangen sind, weil die halt auch sehr lang sind, ähm, das ist echt sehr, sehr schade, ne? müssen wir mal gucken, ob man das nicht, äh, ob man das nicht irgendwann wiederbekommt, aber ich denke auch, dass mein Kanal gut läuft, also ich weiß nicht, das Ding ist, wenn es so weiterläuft wie jetzt, nur mal angenommen, ja, von den Abonnenten, Klicks her und so weiter, dann könnte ich halt tatsächlich dieses Jahr noch die Million knacken. Und das ist halt voll krass, so weil Mitte letzten Jahres hätte ich nicht mal gedacht, dass ich das überhaupt schaffe. Und so jetzt auf einmal ist das so voll realistisch eigentlich, dass ich das jetzt einfach so hinkriege noch dieses Jahr. Gucken wir mal, ne? YouTube ist ja schnelllebig, deswegen gucken wir. Zusammengefasst sind die größten Gewinner an der Stelle auf Platz 2 Just Nero und auf Platz 1 natürlich Kuchen TV. Und der biggest loser an der Stelle ist leider nun mal Fire Golden. Wenn euch dieses Format gefallen hat und ich noch eventuell einige YouTuber vergessen habe, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben. Über eine Bewertung würde ich mich zusätzlich freuen. Ansonsten haut auf den Abo-Button, Leute. Ja, kann man sich auf jeden Fall, wie gesagt, gut geben. Den Typen ne? kann man auf jeden Fall ähm, abonnieren. Ja, sehr nice. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.